Wir haben das Ergebnis für Copacabana unter Benjamin Werndl. Richter bei H 258, bei C 253, bei M 255 ergibt 766 in Prozent 67,193. Als nächstes sehen wir die Kopfnummer 324, Fidelio, vorgestellt von Charlotte Rummenigge.
das Ergebnis für Christoph Winkels, Don Levanto, Richter bei H 259, Richter bei C 261, bei M 262, total 782. Das sind 68,596%. Nächster Starter, Kopfnummer 401, Hohenfürst, vorgestellt von Melanie Rödner.
Wir haben das Ergebnis von Charlotte Rubinicke und Fidelio. Richter bei H 255, bei C 260, bei M 249, total 764, in Prozent 67,018. Wir erwarten das letzte Pferd vor einer kleinen Pause. Kopfnummer 450, Last Minute, vorgestellt von Katrin Wiedermann.
Wir haben das Ergebnis für Melanie Rögner und Hohenfürst. Richter bei H 230, bei C 228, bei M 232, total 690. Das sind 60,526%.
Nächste Starterin, Kopfnummer 658, Royal Red, vorgestellt von Laura Münch. Kręcimy to w ogóle? Nie, ostatniego rytmu. No. Dźwięk jest spierdolony. Bateria. Dobra, przełączyłem się teraz na wewnętrzny mikrofon. Ten front.
Wir haben das Ergebnis für Susanne Moosreiner mit Plaisir pur. Richter bei H 253, bei C 247, bei M 241, total 741, das sind 65%. Als nächstes erwarten wir die Kopfnummer 757 Sunset, vorgestellt von Dr. Swantje Schlederer.
Wir tą kamerę. Wir haben das Ergebnis für Royal Red vorgestellt von Laura Münch. Richter bei H 266, bei C 256, bei M 251, total 773, das sind 67,807%. Willkommen zur letzten Siegerehrung dieses Tages. Siegerehrung der Prüfung Nummer 11, zweite Abteilung, Dressurprüfung der schweren Klasse, dem Prix Saint-Georges um den Preis der Raiffeisenbahn Kreuzkirchen-Otterfing, hier vertreten durch Frau Uschi Stolz. Seien Sie herzlich willkommen und an dieser Stelle vielen herzlichen Dank für Ihr Engagement. Das Siegelpaar in dieser Dressurprüfung der schweren Klasse mit insgesamt 68,596% für die Reitakademie München mit der 260. Don Levanto, euer Applaus für Christoph Winkels. Zweitplatz jetzt mit 67,807% die 658 und das waren für die Reitakademie München Royal Reds und Laura Münch. Mit 67,193%, also nur knapp dahinter auf dem dritten Platz für Aubenhausen, Copacabana und Benjamin Wendel. Der vierte Platz mit 67,018% geht wieder an die Reitakademie München und zwar an die 324 und das waren Fidelio, vorgestellt von Charlotte Rummenigge. Und der fünfte Platz dieser Dressurprüfung der schweren Klasse mit 66,842% geht an ein Team der Turniersportgemeinschaft Hochgut Allerer, die 807 Weltraum- und Gratulation Maruja Gräfin zu Stolberg. Wir bedanken uns nochmals recht herzlich bei der Reitweisenbahn Kreuzkirchen-Otterfing und bei allen weiteren Sponsoren dieser Prüfung. Gratulation nochmals an Christoph Winkels und Tom Levanto, dem Siegerpaar der Prüfung und natürlich auch allen weiteren Platzierten. Wir bitten nun unsere Zuschauer um den nötigen Applaus und unsere Reiter, auf geht's zur Ehrenrunde auf diesem schönen Platz. We'll be right back.
kommt nochmal Sieger am Platzierte, Christoph Winkels, Benjamin Werdel, Charlotte Rummenigge und Manuela Stolberg.